Dankeschön. Vielen Dank, Herr Mayer. Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen. Mein Name ist Tobias Hülswit. Ich werde heute Abend zusammen mit Roman Prinzanik neben mir das Vergnügen haben, Sie durch den Abend zu begleiten, aber nicht in dem Maße, wie Sie das von Moderatoren gewohnt sind, sondern etwas weniger, denn Sie werden einen guten Teil des Abends mitbestimmen. Und dazu haben Sie drei Möglichkeiten. Einmal die Mikrofone im Saal, da steht eins und wir werden Ihnen auch welche reichen, wenn Sie sich per Handzeichen melden und nicht bis dahin laufen möchten. Einmal per SMS, Sie können nämlich Kommentare, Fragen, Gedanken an diese SMS-Nummer, an diese Handynummer hier schicken. Und drittens mit diesem Laserpointer. Ich erkläre Ihnen mal, wozu der da ist. Im oberen Drittel des Bildschirms werden Sie jeweils drei Previews sehen. Und je nachdem, welchen Sie wählen, werden Sie den entsprechenden Videoclip zu sehen bekommen. Das sind Ausschnitte aus Interviews, die wir mit hervorragenden Experten aus dem Bereich der synthetischen Biologie, aber auch aus anderen Disziplinen, die mit dem Thema zu tun haben und auch mit Laien geführt haben zum Thema. Und wenn unsere beiden Gäste sich zu diesen Clips zu Wort melden wollen oder zu einer Frage, die sie gestellt haben oder eine SMS, die sie uns geschickt haben, dann aktivieren die ihren Schirm. Hier sitzt wahrscheinlich Herr Professor Birnbacher und wenn er seinen Schirm aktiviert, dann können Sie ihn hier wählen. Und auf der anderen Seite, wenn sein Gesprächspartner sich meldet, dann können Sie ihn hier wählen. Dann können Sie also wählen zwischen den drei Clips und den beiden Rednern, die sich zu Wort gemeldet haben. Wenn Sie selber sich zu Wort melden, dann geht der Schirm da drüben an, wenn Sie da auf den Buzzer drücken oder wir aktivieren das für Sie. Und dann können Sie hier gewählt werden. Und wenn Sie gewählt werden, dann müssen Sie sprechen. Und wir bitten Sie natürlich zu sprechen. Das SMS ist auch schön, aber sprechen ist immer noch etwas lebendiger. Das ist ein relativ neues Thema, relativ komplex und kompliziert. Viele von uns werden nicht ganz firm in der Materie sein, das macht aber nichts. Wir bitten Sie, alles, was Ihnen durch den Kopf geht, mitzuteilen und mit in das Gespräch einzubringen. Sie sollten kurz diesen Laserpointer nochmal testen. Sie werden nämlich auf ein Problem stoßen. Sie werden nicht wissen, welches Ihr Punkt ist. Deshalb lasern Sie einfach mal direkt über sich und bewegen Sie ihn ein ganz kleines bisschen und dann so machen Sie sich mit Ihrem Punkt vertraut. Wenn Sie jetzt wissen, welches Ihrer Punkt ist, gehen Sie doch bitte mal alle auf die Mitte der Leinwand hier oben. Wir treffen uns hier bei Ferdi Schüt in der Mitte. Das ist doch schon hervorragend. Jetzt gehen wir mal ganz nach links. Und einmal ganz nach rechts. Und das war's schon. Jetzt haben Sie Ihr Gerät oder Kontrolle. Eine Sache noch, lasern Sie bitte niemandem in die Augen. Das hat zwar eine gewisse Sicherheitsstufe, dieser Laserpointer, aber wir möchten gerne auf Nummer sicher gehen. Wenn es doch mal passieren sollte, werden wir kurz darauf hinweisen, nochmal während der Show. Damit übergebe ich an Roman Prinzanik und wünsche schon mal einen vergnüglichen Abend. Dankeschön, danke. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen auch von mir. Heute in der fünften Veranstaltung von Pointing Science geht es um das Thema synthetische Biologie oder synthetisches Leben. Und was ist eigentlich synthetische Biologie? Synthetische Biologie ist im Grunde nichts anderes als die Fortentwicklung der Gentechnik, die allerdings, muss man wissen, aus den 70ern oder 80er Jahren stammt. Das heißt, inzwischen ist einiges mehr in der Grundlagenforschung passiert und die synthetische Biologie hat nicht mehr und nicht weniger als das Ziel, Systeme, Zellen, Organismen mit maßgeschneiderten, gewünschten Eigenschaften synthetisch herzustellen. So könnte man es vielleicht vereinfacht formulieren. Und die Entwicklung auf diesem Gebiet ist rasant. Einigen von Ihnen werden vielleicht noch die Mediennachrichten von 2010 durch den Kopf gehen, als nämlich verkündet wurde, was das Forscherteam um den Genompionier Craig Venter geschafft hat. Und das Experiment beinhaltete Folgendes. Erstens, Craig Venters Team ist es gelungen, ein Genom einer bestimmten Bakterienart synthetisch herzustellen. Ja, das heißt, aus diesen Basen A, C, G und T, 500.000 Stück rund waren das, haben die das längste Molekül, das jemals künstlich hergestellt wurde, zusammengesetzt. Zweitens, diese DNA in eine andere Bakterienart eingesetzt. Es ist also geschafft, das in diese Bakterienart zu verpflanzen und damit drittens diese zweite Bakterienart in die erste umzuprogrammieren. Und diese Bakterienarten sind evolutionär wirklich sehr weit voneinander entfernt. Und
Herr Pühler wird das vielleicht gleich korrigieren. Ich habe gehört, so weit entfernt ungefähr wie Katzen und Hunde voneinander. Aber der Maßstab ist schwierig bei so etwas. Wie auch immer, von Experten wird das als ein Meilenstein auf dem langen Weg der synthetischen Biologie oft angesehen. Und es hat natürlich auch zu kontroversen Diskussionen geführt. Also es gab Reaktionen wie, mit so etwas spielt der Mensch Gott und das darf er nicht. Einige Umweltschützer meinten, es drohen sehr große Gefahren. Natürlich vor allem Umweltschützer, die schon die Gentechnik sozusagen nicht akzeptieren. Und es gab auch vollkommen andere Stimmen, die meinen, nein, im Gegenteil, die synthetische Biologie wird uns einen sehr großen Nutzen bringen, gerade im Hinblick auf Klimathematik, Umweltproblem, Ressourcenproblematik. Denn es geht oft um Anwendungen wie diese sehr berühmten ölteppichfressenden Bakterien oder Algen, die sehr effizient Biosprit produzieren. Und die Fragen, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen möchten, lauten sozusagen, welche Chancen und Risiken birgt die synthetische Biologie tatsächlich in sich? Dafür haben wir auch zwei hervorragende Experten eingeladen. Und die Hauptfrage wird auch die sein, die wir auch schon die letzten Male hatten, nämlich, kann uns die synthetische Biologie helfen auf dem langen Weg zu einer Nachhaltigkeitstransformation sozusagen? Kann die synthetische Biologie einen Beitrag liefern hin zu einem nachhaltigen Wirtschaft? Und jetzt möchte ich aber mit Ihnen zusammen unsere beiden Experten noch einmal ganz herzlich willkommen heißen. Begrüßen Sie mit mir den Philosophen Dieter Birnbacher und den Mikrobiologen Alfred Pühler. Ganz herzlich willkommen. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Ja, ich darf Sie auf die Bühne bitten. Herr Pühler, wenn Sie hier Platz nehmen. Ja, und bevor es mit der Diskussion losgeht, möchte ich kurz wie immer unsere beiden Experten vorstellen. Herr Professor Pühler ist Mikrobiologe, Genetiker und Biotechnologe. Er ist Professor an der Universität Bielefeld und war dort wesentlich an der Gründung und Leitung des Zentrums für Biotechnologie beteiligt. Er gilt als Pionier und führend auf dem Gebiet der modernen Gentechnik. Und sein Interesse gilt der Genomforschung von Mikroorganismen und Zellkulturen und vor allem zum Zwecke ihrer industriellen und ökonomischen Nutzung. Er ist selbstverständlich Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Beiräte und Organisationen, auch auf der Führungsebene. Und auf dem Gebiet der synthetischen Biologie berät er zum Beispiel das BMBF, Bundesministerium für Wissenschaft und Bildung, und die Europäische Kommission. Herr Pühler, bevor wir mit der Diskussion anfangen, eine ganz kurze Frage. Was fasziniert Sie persönlich an der synthetischen Biologie und welche Anwendungen sehen Sie in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Also ganz aktuell bin ich natürlich begeistert über dieses Format, das hier stattfindet, denn ich kenne das nicht und ich bin überrascht, wie das ablaufen wird. Das ist der erste Punkt. Die zweite Bemerkung, die ich kurz machen möchte, ist, wir sprechen hier über synthetisches Leben. Das ist eine richtige Definition. Ich will sehr deutlich sagen, das ist für mich etwas komplett anderes als künstliches Leben. Darüber sollten wir uns im Prinzip dann auch noch austauschen. Was fasziniert mich? Sie haben das richtig definiert. Synthetische Biologie ist eine Fortsetzung der Gentechnik, ja, auf einem bisschen erhöhten Niveau. Das ist sehr wichtig. Wir arbeiten selbst mit synthetischen Zellen. Die synthetischen Zellen in ihrer Anwendung in der Biotechnologie bedeutet im Endeffekt, dass das für mich die große Möglichkeit ist, was die Biotechnologie in Zukunft machen kann. Und es gibt eine unwahrscheinlich große Möglichkeit, hier in verschiedene Gebiete reinzugehen. Wir selbst arbeiten auf dem Gebiet von medizinischen Produkten, aber im Prinzip auch in der Umwelt. Und das ist das Faszinierende dran. Ja, um das kurz zusammenzufassen, synthetische Biologie ist für mich der Übergang der Biologie in eine Ingenieurswissenschaft. Ja, diese ingenieursmäßige Vorgehen, das ist das, was mich so stark wirklich daran fasziniert. Das heißt, wir beschreiten hier sozusagen wirklich neues Gebiet. Die synthetische Biologie ist etwas Neues. Ist absolut eine neue Möglichkeit. Vor allem, wenn man sich das vorstellen kann. Sie wissen, wie Ingenieure arbeiten.
Sie wollen ein neues Flugzeug bauen, Sie entwickeln das im Prinzip im Computer, Sie zeichnen sich das auf, Sie testen das durch, ob das auch fliegen kann. Das kann man ja alles im Computer machen. Und wenn das alles seine Richtigkeit hat, dann wird man den Prototyp bauen. Und an dieser Stelle ist man jetzt im Prinzip in der Biologie auch. Man versucht synthetisch eine Zelle sich zu überlegen, die bestimmte Eigenschaften hat. Wie müsste die aussehen? Was müsste man hier genomisch machen? Wenn das als solches dann passt, ja, wenn man das durchgetestet hat, ja, also sehr viel Computerwissenschaft, der Computing, was hier mit reingeht, dann wird man ins Labor gehen und wird diese Zelle im Prinzip synthetisieren und dann austesten, ob das auch zutrifft, was man theoretisch abgeleitet hat. Ja, vielen Dank. Und Anwendungsbeispiele werden wir wahrscheinlich reichlich heute Abend noch hören. Nun zur Vorstellung von Professor Dieter Birnbacher. Er ist Philosoph mit dem Schwerpunkt Ethik. Er ist Professor an der Universität Düsseldorf und beschäftigt sich schon seit langem mit Fragen der Bioethik, Naturethik und Technikphilosophie und ist natürlich prädestiniert für diesen Abend, hier heute Abend. Das heißt, seine Themen sind seit langem Ökologie, Umweltethik. Mit Klimawandel hat er sich schon in den 80ern, 90ern beschäftigt. Genauso hat er geschrieben zu Artenschutz und Tierrechten und zur politischen Philosophie und sich auch mit Fragen von Natürlichkeit und Künstlichkeit und ob das eine brauchbare Unterscheidung ist, beschäftigt. Ebenso hat er sich auch mit Anwendungen in der modernen Medizin beschäftigt, wie Stammzellforschung, Gentechnik und so weiter. Er forscht und philosophiert allerdings nicht nur im Elfenbeinturm, sondern verlässt den auch und widmet sich praktischen Fragen. Auch er ist Mitglied verschiedener Ethikkommissionen und wissenschaftlicher Beiräte und macht auch Politikberatung. Herr Birnbacher, Ihnen möchte ich eigentlich eine ähnliche Frage stellen. Ich meine, Sie beschäftigen sich schon so lange mit der ökologischen Problematik und auch mit dem Fortschreiten der Biotechnologien. Sind Sie der Meinung, dass wir jetzt mit der synthetischen Biologie wirklich Neuland betreten? Oder was ist das Neue aus dem Blickwinkel der Ethik, Philosophie und Gesellschaft? Für mich ist das eigentlich faszinierender an der synthetischen Biologie die theoretische Seite. Das, was an neuen Einsichten über das Zusammenspiel der Bausteine des Lebens daraus erwächst, auch möglicherweise die Vision einer alternativen Natur, die auf diese Weise geschaffen werden kann. Das sind also eher, sagen wir, sehr hochfliegende metaphysische Überlegungen. Ist die Natur, die wir haben, die einzig mögliche? Das ist ja eine Frage, die völlig ungeklärt ist. Oder gibt es auch eine Natur, die wir eigens schaffen können, vielleicht zu bestimmten Zwecken, aber auch aus der Neugier heraus? Gibt es eigentlich Alternativen in der Evolution? Musste die Evolution so sein, wie sie, so ablaufen, wie sie geworden ist? Unter praktischen Aspekten, und da begrüße ich also vor allen Dingen Klaus-Michael Meyer-Arich, der heute im Saal ist, war die Diskussion in den 70er Jahren ja durchaus schon sehr lebendig über den Klimawandel und die Folgen, die sich für das Energiesystem auch gerade in unserer industrialisierten Welt ergeben. Und da ist es zwar eine sehr hochfliegende Hoffnung, ganz utopisch, aber ich halte es nicht für unmöglich, dass auch gerade auf biologischem Wege der Weg freigemacht wird für alternative Kraftstoffe möglicherweise, die ein Weg von den fossilen Energieträgern bedeuten. Das ist Zukunftsmusik, ganz klar. Aber das sind natürlich Perspektiven, die langfristig etwas mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung unseres Planeten zu tun haben. Wir können sicher darauf zurückkommen. Aber das, was die Fantasie anregt an dieser neuen Biologie, ist natürlich, dass hier von der Grundlage her möglicherweise durch menschliche Konstrukte ganz neue Arten der Herstellung von Produkten entsteht, die unsere Lebenswelt, unsere Zivilisation von Grund aus umgestalten. Sie klingen da eigentlich ganz optimistisch, finde ich. Aber wir werden das vielleicht jetzt gar nicht vertiefen, sondern während der Diskussion drauf kommen. Ich glaube, alles ist eingeführt. Wir fangen einfach an. Ich wünsche uns allen eine gute Diskussion. Computation system.
incredibly adaptable. Who makes these decisions? And what are the ethics of these decisions? Who's in charge here? Das ist auch eine Repolitisierung des gesamten Prozesses. We should do multiple experiments, and we just need to do our best job of doing it safely, because doing nothing is very unsafe. Auswahl stehen. Ganz links der synthetische Biologe George Church mit Was ist synthetische Biologie? In der Mitte Ferdi Schüt von der Max-Planck-Gesellschaft Wir tun es bereits und ganz rechts noch einmal George Church mit Alles biologisch herstellen. Bitte wählen Sie jetzt. Und einen Punkt vergaß ich Ihnen eben noch zu sagen. Da die Clips alle nicht länger als etwa 2,5 Minuten sind, sind auch die Redezeiten auf etwa 2, 2,5 Minuten begrenzt. Und wenn Sie dieses Limit erreichen, kommt folgender Ton. Und dann wissen Sie, jetzt könnte ich zum Schluss kommen. Und Sie wählen, was ist synthetische Biologie? Bitte schön. Synthetic biology, or sometimes I like to call it molecular biological engineering, is really an intention to do what genetic engineering sounded like it was doing. The names, and it was, you know, using genes and molecules to engineer life. But genetic engineering is really one gene at a time and without most of the discipline of engineering. It's an intentional labeling to get people to think differently, the people that participate in the synthetic biology projects, to think about things from a systems view rather than from a one gene view. So examples of what you can do that require a systems view range from things that don't involve necessarily the whole genome, but involve large systems of genes, like metabolic engineering, mass producing artemisinin or gasoline or diesel fuel or you know, other specialty chemicals, new biomaterials that are either biodegradable or super not biodegradable. It's when we use new functions that don't exist in nature. For example, if you make a list of all the chemical reactions which are catalyzed by natural proteins and macromolecules, you can find some reactions that you wish you had, but you can't find it in nature. And so then you can design a protein or nucleic acid from scratch that will catalyze that reaction. Or you can evolve it from scratch to catalyze a reaction. Both of those have now been successfully done, just really recently. So that we can make new proteins that don't exist in nature, we can make entire systems that don't exist in nature with new properties. George Church ist aus Harvard und ein Freund des erwähnten Craig Venter und eine Koryphäe auf dem Gebiet. Deshalb wird er uns durch den ganzen Abend begleiten. Ich hoffe, es war laut genug. Wenn Sie es nicht verstanden haben, geben Sie uns ein Zeichen. Und zu Wort gemeldet hat sich Professor Bühler, dazu die drei Filme auf der Leinwand, Treibstoff für die Welt, Wir tun es bereits und nochmal Treibstoff für die Welt, das wird aber gleich ausgewechselt. Bitte wählen Sie und Sie wählen Professor Bühler. Bitte schön. Sie haben das Wort, Professor Bühler. Ja, ich wollte nochmal darauf eingehen. Das ist natürlich jetzt auch die Definition von synthetischer Biologie, wie ich sie versucht habe, in meinem Eingangsstatement ganz kurz darzustellen. George Church ist die absolute Koryphäe, um das sehr deutlich zu sagen. Und an vielen Stellen bewegt er sich natürlich schon auf der experimentellen Ebene, aber Amerikaner oder Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten müssen unter Umständen oft sehr stark nach vorne vorausdenken. Sie haben, wirklich Visionen, die sie hier nahe bringen, ohne unter Umständen manchmal zu fragen, ob das auch alles so schnell zu verwirklichen ist. Auf das möchte ich aber hier gar nicht eingehen. Ich möchte auf einen Punkt noch eingehen, den ich selbst nicht erwähnt habe, den aber George Church hier sehr deutlich herausgestellt hat. Und er hat die Systembiologie ins Spiel gebracht. Das heißt also jetzt, wir müssen das biologische System als solches komplett verstehen. Und ein System zu verstehen heißt, ich kann mir ein Modell davon bilden. Und wenn ich ein Modell habe, dann kann ich simulieren. Und simulieren bedeutet jetzt, dass ich vorausschauen kann, ob ein solches Modell unter bestimmten Bedingungen die und die Antwort gibt. Und diese Geschichte, modellieren, also das Modell bilden und simulieren, das ist der ingenieurmäßige Ansatz. Das wollte ich an dieser Stelle noch mal sehr deutlich sagen. Es ist sehr schön, dass das am Anfang also hier wirklich dargestellt wird, denn das definiert, was synthetische Biologie im Prinzip für uns wirklich bedeutet.
Es stellt sich natürlich gleich die Frage, ob man auch Mikroorganismen synthetisieren könnte, die funktionieren, aber wir wissen nicht, warum oder noch nicht warum. Zu Wort gemeldet hat sich Professor Birnbacher. Sie haben die drei Clips auf der Leinwand. Bitte wählen Sie und Sie wählen Herrn Birnbacher. Bitte schön. Ja, ich wollte vielleicht ein bisschen diesen Ausdruck synthetisieren und synthetisch relativieren. Die Frage ist, wie unterscheidet sich diese synthetische Biologie wirklich von der herkömmlichen Gentechnik? Mir ist da nicht klar geworden, wie weit hier eine ingenieurmäßige Zusammenbau von einzelnen Komponenten tatsächlich immer im Spiel ist. Also diese Konstruktion von Craig Venter, dieses Bakteriums, das scheint ja tatsächlich ein Zusammenbau, also so wie man sich ein architekturhaftes Zusammenbauen von separaten Teilstücken zu sein, die zwar biologischen Ursprungs sind, natürlich biologischen Ursprungs, nicht rein materiellen Ursprungs, sind schon Bestandteile des Lebens, in ein völlig neues Konstrukt, das dann aber gleichwohl in ein bereits existierendes Bakterium eingeführt werden muss, das mit ihm gewissermaßen operiert, um eine neue Art von Lebewesen zu bauen. Meine Frage ist, wie unterscheidet sich dies von gentechnischen Herstellungen anderer Arten von Organismen? Ich denke zum Beispiel im Bereich der Medizin an die vielen Mausvarietäten, die durch gentechnische Veränderungen erzeugt werden, die ja auch ganz bestimmte Merkmale ausdrücken sollen, die dann für die medizinische Forschung relevant sind, zum Teil auch Merkmale, die über die Generation vererbbar sind. Das ist meine Frage. Ist hier eine wirklich klare Abgrenzung vorhanden? Und zur Wahl stehen die Filme auf der Leinwand und Herr Pühler möchte direkt antworten und Sie wählen ihn auch. Bitte schön. Ja, ich glaube, wir haben unterschiedliche Sichtweisen von Synthetik an dieser Stelle. Wenn man auf das Craig-Venter-Experiment eingeht, dann ist es ihm gelungen, ein ganzes Genom ja, im Labor zusammenzubauen, zu synthetisieren, chemisch zu synthetisieren. Aber, und das ist der wesentliche Punkt, dazu hat er komplett biologische Information gebraucht. Er hat also das, ein Genom, wie es in der Natur vorkommt, ja, es ist also ein Mykoplasma-Genom, ja, das hat er sequenziert und hat es nachgebaut. Und da steckt nicht in irgendeiner Art und Weise etwas drin, was ich also jetzt unter künstlichem Leben dann sehen würde. Mhm. Er hat auf biologische Vorgänge, die vorhanden sind oder Informationen, die vorhanden sind. Und das ist das Wesentliche, dass 4 Milliarden Jahre evolviert wurde. Darauf hat er zurückgegriffen. Bei der Transplantation hat er dann nochmal eine lebende Zelle gebraucht und Mykoplasmen, die er verwendet hat, die sind sehr, sehr eng zusammen. Das ist dann unter Umständen, das sind menschliche Wesen und der eine davon lebt in China und der andere hier lebt in Europa. Das sind die Abstände von diesen beiden Mykoplasmen. Ja, ich weiß nicht, wie weit er unterschiedliche Mikroorganismen wirklich verwenden könnte, damit das wirklich als solches funktioniert. Also für mich ist die Synthetik die folgende Geschichte. Ich identifiziere in der Natur Eigenschaften, die in einem Organismus vorkommen, Eigenschaften, die in einem anderen Organismus vorkommen. Und die einzige Synthese, was jetzt synthetisch passiert ist, dass ich diese Eigenschaften in einem Organismus vereinige. Und das ist unter Umständen in der Natur so nicht vorhanden. Ja, aber ich mache etwas synthetisch, nutze aber das, was die Evolution bis jetzt für uns bereitgestellt hat. Und ich würde das behaupten, und Bioinformatiker würden mich da auch drin bestärken. Wenn ich jemand die Aufgabe gebe, er kann 1 Million Basen im Prinzip beliebig anordnen, ja, in der Hoffnung, dass das dann ein lebender Organismus wird, das wird zurzeit nicht gehen. Ich kann die Evolution nicht im Prinzip jetzt durch mein eigenes Wissen hier umsetzen. Ich habe keine Möglichkeit, das zu tun. Ich muss hier auf biologische Möglichkeiten zurückgreifen, das, was die Natur uns liefert, das kann ich im Prinzip umsetzen. Und darum sind wir gar nicht so weit entfernt von der Gentechnik. Denn das Zusammenbringen, das ist Genome Programming, also genetische Programmierung von Genomen. Und Herr Birnbacher hat sich gleich wieder zu Wort gemeldet und Sie haben die drei Filme auf der Leinwand: Treibstoff für die Welt, Energiepflanzen optimieren und beschleunigte Evolution. Bitte wählen Sie. Und Sie wählen die beschleunigte Evolution dieses Mal. Bitte schön. Evolution is now a standard part of certain approach to synthetic biology. Not all synthetic biologists utilize it, but my lab and a few others like it depend on it very heavily. And we take it for granted that in the lab you can make, instead of one prototype, like one cell phone prototype or one car prototype, which is classical engineering, you can make trillions of prototypes. And if you're clever enough about the selections, you can
evolve, you can select for the right ones, you can mutate them further and evolve them some more. So there are really two things from Darwinian evolution that we use, that we basically crank up to higher levels than whatever happened in a natural system, which is we can have very high levels of mutation and very strong selections. And that allows us to basically do evolution at extraordinarily high speeds, you know, way faster than it normally would happen in the wild, many, many billions. Because, for example, in the wild, when you do mutation, even if you crank up the mutation rate in the wild by saying adding mutagenic chemicals or radiation, all that stuff, what happens is you're ultimately, you get to a certain level and you kill the cell because you mutate something that's essential to the cell. But we now have mutagenic methods like MAGE for multiplex automated genome engineering, where you can mutate only the parts that you know are good. It's almost unimaginable amounts of faster evolution. Also der Mensch scheint auch in gewisser Weise die Evolution oder einen Teil davon selber in die Hand zu nehmen. Wir haben die Filme auf der Leinwand, Treibstoff für die Welt, Kuhloses Fleisch und Leben schaffen. Und gewählt ist Professor Birnbacher. Bitte schön. Ja, ich möchte so ein bisschen Wasser in die Suppe schütten, wenn so hochfliegend von Leben schaffen die Rede ist. Denn wir arbeiten natürlich mit Lebensbausteinen. Es werden hier Lebensbausteine aufgrund einer systembiologischen Analyse nachgebaut, rekonstruiert. Natürlich, was die Vision so spannend macht, die sich daraus ergibt, ist, wie man möglicherweise neue Arten von Leben aus nicht lebenden oder nicht dem bisherigen bekannten Leben erschaffen könnte. Also gewissermaßen die Schöpfung in die eigene Hand nehmen. Das wäre ja das echte Gott spielen, dass man gewissermaßen die Evolution als Beleg dafür nimmt, dass es ja irgendwie gehen muss, aus den Grundbestandteilen, nämlich den uns bekannten Atomen, am Anfang war der Wasserstoff, so etwas wie einen Lebensfunken zu schlagen. Und ich denke, dass das die, sagen wir, langfristige theoretische Perspektive ist. Gibt es vielleicht in absehbarer Zukunft die Möglichkeit, tatsächlich Leben in dem echten Sinne zu schaffen, das aus nicht lebendigen Stoffen, also aus anorganischer Materie, nicht nur Bausteine des Lebens, das weiß man ja, Aminosäuren können relativ leicht hergestellt werden durch ein Rekonstruieren der auf der Erde irgendwann mal abgelaufenen Urgewitter, sondern dass man gewissermaßen aus Bausteinen, die selbst nichts von Leben haben, Leben schafft. Das wäre ja eine Perspektive, die jetzt noch lange nicht erfüllt werden kann. Wir können keine Zelle in dem Sinne künstlich bauen, als wir gewissermaßen Moleküle zusammensuchen und sie wie in einem Sandkasten zusammenbauen können. Aber die entscheidende Weichenstellung, die mit der synthetischen Biologie erfolgt, ist ja, dass dieser Weg über vielleicht 100 Jahre in die Richtung führt, tatsächlich synthetisches Leben ab ovo, also vom Anfang an, irgendwann mal in die menschliche Hand zu nehmen. Sie sagen das so in aller Seelenruhe. Man möchte einem ja fast einen Schauer über den Rücken laufen oder könnte. Man weiß ja auch nicht, ob das auch für den Menschen Konsequenzen hätte, auf das Design von Menschen beispielsweise. Und Sie haben die Filme auf der Leinwand und gewählt ist Professor Pühler. Bitte schön. Ja, ich unterstreiche das, was Sie komplett sagen. Ich wollte das biologisch auch nochmal untermauern. Es bedeutet im Endeffekt, ja, dass man die Erfahrungen der Natur von 4 Milliarden Jahre Evolution, dass man die komprimiert und im Prinzip in kürzerer Zeit nachvollzieht. Ob uns das in Zukunft gelingen wird, ich weiß nicht, welche Computergröße man dazu braucht, ob das als solches überhaupt geht. Das ist das, was im Prinzip in Angriff genommen werden müsste. Ja, ich sage momentan, das liegt weit in der Zukunft und das werden wir so schnell wahrscheinlich nicht lösen, aber ich will das nicht als komplette Unmöglichkeit darstellen. Das wäre das dann, was ich unter künstlichem Leben verstehe. Mhm. Ja, also synthetische Biologie hat damit momentan, was wir experimentell durchführen, damit nichts zu tun. Das darf man nicht verwechseln, sonst spricht man immer nur von einem Homunculus und verwechselt das mit dem, was wirklich gemacht wird, unter Umständen auch, was zurzeit anwendungsorientiert eine große Potenz hat, was wir wirklich wollen. Und Sie haben das ja teilweise auch schon gesagt, wenn es um Bioenergie und sonstiges geht.
Und Sie haben die Wahl zwischen den drei Filmen auf der Leinwand: Energiepflanzen optimieren, Kuhloses Fleisch, George Church und Leben schaffen. Und hatten Sie sich auch gemeldet, Herr Birnbacher? Ich wollte nur eine ganz kurze Nachbemerkung machen. Selbst Frankenstein, nicht? Also das, was ja in unserer Fantasie herumspukt, dieses Monster von Frankenstein war aus lebenden Bestandteilen zusammengesetzt und war noch nicht diese extrem kühne Fantasie einer Erschaffung von Leben aus Nichtleben. Also unsere Fantasie geht manchmal auch mit uns durch in dem Punkt. Und Sie haben eben gewählt gehabt, Leben schaffen. Und das ist auch wieder. Bitteschön. The question about creating life, and I think construction is a slightly better word. I mean, we're not certainly making matter out of vacuum. We're not even making life out of atoms, partly because it's expensive to do it from scratch, and there hasn't been a real reason to do it. We could probably make life out of atoms. I mean, we could really take inorganic materials and build up amino acids and nucleotides and then build a replicating system from scratch. We haven't done that. What we have done, we meaning the JCVI, has come the closest to doing this, is they've made a genome from monomeric, you know, A's, G's, and T's, which themselves are already a pretty high-level unit, and then put that into a living cytoplasm, which is all a very complicated thing. Even that wasn't fully justified in terms of an immediate application. It was kind of pure engineering for its own sake. In terms of just the philosophical natures of constructing organisms from scratch, I mean, certainly making a copy of an organism is not at all alarming. Even if that copy is made from atoms, I mean, it's still a copy. If you make an organism with new properties, that to me is more philosophically interesting. Again, still not alarming unless it has some toxic or pathological or environmentally unfriendly consequences. But I think from a philosophical standpoint, it's really interesting to think about the new functionality you can create. Fasse nochmal zusammen, er sagte, wir könnten aus Atomen Leben erstehen lassen, es gibt nur keinen, gab noch keinen Grund dafür und es war zu teuer. Und wann immer Sie etwas sagen, beitragen möchten, haben Sie keine Scheu, melden Sie sich, wir bringen Ihnen das Mikrofon. Und zur Auswahl stehen die Energiepflanzen optimieren durch synthetische Biologie, das kuhlose Fleisch, noch einmal George Church und ganz rechts der Umwelthistoriker Joachim Rathgau mit modische Forschung. Bitte wählen Sie jetzt und Sie wählen das kuhlose Fleisch, bitteschön. Good applications for synthetic biology would be producing biofuels, more cost-effective photosynthesis from sunlight to foods and chemicals, and replacements for agriculture so that you have less impact on the environment, where you get a more direct coupling between the sunlight and really tasty food. And you don't necessarily have to go through all the wasteful steps of getting it to go through a cow, for example, which is about 20 times more wasteful than corn, and corn is about 10 times more wasteful than algae. So if you could go straight from sunlight to tasty food, you might be able to do that 100 times more cost effectively. There's no fundamental reason why any biological system can't be engineered to look like, taste like, or be like other systems. I mean, they're all using DNA at the core. And there's already many vegan restaurants and vegan foods in the freezer section of your grocery store that taste like meat. For some reason, people don't explore those, but they're less expensive and they're greener in terms of their environmental impact. And they look, and they're prepared to look like your favorite meat-based dishes. So there's absolutely no reason why you couldn't do that on a globally large scale. Völlig neue Perspektiven, und zu Wort gemeldet hat sich das Publikum und Professor Pühler. Und in den Videos haben Sie zur Auswahl Energieplatz optimieren. Dann eine kleine Umfrage, die wir zu kuhlosem Fleisch gemacht haben.
in der Mitte und die modische Forschung und gewählt ist der Publikumsbeitrag. Bitte schön. Mein Name ist Thorsten Meiners. Ich will mich recht kurz fassen, aber was mir durch den Kopf geht, ist automatisch schon der Spruch, der irgendein Philosoph mal getätigt hat, dass der gesagt hat, das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass wir nichts wissen. Und die große Problematik bei all unserer Forschung, die wir betreiben und der Gestaltung der Umwelt und so weiter, ist die Problematik, dass wir die ganzen komplexen Sachverhalte dieses Lebens, dieses Seins noch viel zu wenig begreifen. Und deshalb ist die Riesengefahr, die immer wieder besteht und die sich ja in der Vergangenheit auch immer wieder bewiesen hat, weil sie Atomenergie und andere Dinge, dass Dinge, die wir machen können und die uns reizvoll erscheinen, dass wir sie tun. Und dann erst begreifen, was für eine Kette von Folgen daraus entsteht, ja? Asse und ähnliche Dinge. Aber die Gefahr bei auch synthetischer Biologie ist dann die, dass wir, wenn wir das konsequent zu Ende denken, schaffen wir uns selber ab. Weil wir werden feststellen, dass dann synthetisches Leben besser ist als das, was wir eigentlich haben. Ja, ohne Nahrungsmangel, ohne Energieversorgungsprobleme und. Wir schaffen uns konsequenterweise selber ab. Und dann ist die Frage, wollen wir das wirklich und wie verhindern wir das? Noch ein weiterer Einwurf aus dem Publikum per SMS. Die Frage lautet, wie sieht es denn aus, wenn diese Entwicklungen weiter ausgereift sind? Dass es eben nicht mehr so schwer ist, so etwas herzustellen. Ist es dann nicht ein leichtes, uns etwas fortzusetzen und uns zu vergiften, Terrorangriffe oder sonstiges? Bioterrorismus, es stehen zur Auswahl die Filme auf der Leinwand und Professor Pühler, der sich gemeldet hat und der ist auch gewählt. Jetzt hat sich Herr Birnbacher noch gemeldet. Bitte wählen Sie jetzt einen. Herr Pühler, Sie waren dran. Bitte. Ja, ursprünglich wollte ich etwas zu George Church sagen, der Greg Wende ins Spiel gebracht hat. Ich glaube, mit die Bemerkung als euch ist richtig. Ich möchte vor allem unterstreichen, was George Church hier sehr deutlich gesagt hat. Er hat gesagt, was wir momentan mit synthetischer Biologie können, ist eine Kopie von dem herzustellen, was schon existiert. Also es kommt auf die Kopie an, es wird nichts Neues gemacht, das ist der erste Punkt. Und ich möchte so ein bisschen darauf reagieren, darum bin ich also immer sehr vorsichtig und sage, ich argumentiere momentan auf der Ebene, was experimentell wirklich möglich ist, denn das ist das, was uns wirklich am meisten im Prinzip durch den Kopf gehen sollte und was wir bearbeiten sollten. Ja, die synthetische Biologie wird jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise versuchen, Zellen zu konstruieren, die besser sind als das, was in der Natur als solches über diese 4 Milliarden Jahre Evolution etabliert wurde. Die synthetische Biologie, ganz speziell, wenn es in die Anwendung geht, will was ganz anderes. Ja, sie will Eigenschaften in Organismen oder in Zellen vereinigen, die man für einen ganz spezifischen Zweck als solches entwickelt. Der spezifische Zweck könnte zum Beispiel sein, dass es einen interessanten Treibstoff herstellt, dass es in der Bioenergie hier Schritte macht, die man normalerweise in der Natur als solches noch nicht vorfindet. Und das bedeutet, dass ein solcher Organismus, ja, oder eine solche Zelle in der Umwelt nicht existieren kann, weil er nicht angepasst ist zu dem, was dort wirklich vorkommt. Ich könnte das sehr ausführlich hier darstellen. Die Angst, die man da haben müsste, ja, klingt wirklich nicht so. Man macht etwas, was anwendungsorientiert ein riesiger Fortschritt ist, was aber jetzt in der Interaktion mit allen lebenden Organismen, mit der Umwelt als solches, im Prinzip wenig Chancen hat, dass es sich da in irgendeiner Art und Weise durchsetzt und besser ist als das, was wir vorher haben. Also man muss die technische Anwendung und dem, was man in der Ökologie, was man in der Umwelt braucht, das muss man miteinander vergleichen. Ich hoffe, dass ich da so ein bisschen diese Schwierigkeiten, die man natürlich immer hat und die Bedenken, die man hat, dass ich die so ein bisschen reduzieren kann. Aber ich bin ziemlich, das muss ich nochmal sehr deutlich sagen, das ist der Grund, warum man auf dem Gebiet synthetische Biologie ja, jetzt nicht im Elfenturm bleibt, sondern dass man die Interaktion, den Austausch mit der Bevölkerung im Prinzip sucht, um hier zu einem fruchtbaren Gespräch zu kommen, so wie wir das heute Abend hier tun. Aber ist es nicht irgendwie, es fühlt sich nach einem Unterschied an, ob ich der Urmensch einen Knüppel nimmt und ihn als Hebel verwendet oder ob ich heute ein Bakterium als Werkzeug benutze und es irgendwie umprogrammiere. Ich weiß es selber nicht genau, ich wollte das nur kurz, dieses Empfinden verbalisieren. Und es sind die Filme auf der Leinwand zur Auswahl und Herr Birnbacher und ein Publikumsbeitrag. Und der Publikumsbeitrag, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich greife das auf, was Sie gesagt haben, dass Sie biologische Systeme konstruieren wollen, indem Sie Eigenschaften zusammenführen.
Eine Eigenschaft von Viren ist es, durch die Luft übertragen zu werden von Mensch zu Mensch. Eine andere Eigenschaft von Viren ist der Hühnergrippe-Virus, der recht aggressiv ist und wenn er denn die Eigenschaft hätte, von Mensch zu Mensch übertragen zu werden, sicherlich ein Virus ergebe in Kombination, vor dem ich ein wenig Furcht habe. Was sagen Sie dazu? Ich möchte vielleicht direkt antworten in diesem Fall. Antwort direkt darauf ist natürlich ganz klar. Die Frage ist, wenn man auf dem Gebiet der Virologie in Richtung synthetische Biologie denkt, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich genau analysiert, zu was man aus medizinischen Gründen ein Virus einsetzen könnte. Und Sie kennen natürlich Vorstellungen, die noch nicht verwirklicht sind, aber man ist an der Stelle eigentlich dabei, dass ein bestimmter Virus, ja, die Chance hat, gewisse Krebszellen zu identifizieren. Und wenn ich diesen Virus im Prinzip dann in Verbindung bringe mit einem Abtötungsmechanismus, der dann ganz speziell nur auf diese Krebszellen wirkt, dann wäre das etwas, wo man sagen könnte, ich sage nur, welche Entwicklung man hier geht. Wenn man ein solches Konstrukt hat, ja, ist natürlich eine Technikfolgenabschätzung unwahrscheinlich notwendig, denn man muss sich genau anschauen, was hierbei im Prinzip geschaffen wurde und welche Eigenschaften ein solcher Virus wirklich hat. Natürlich haben Sie recht, oder ich gebe Ihnen da recht, dass man die Sache auch immer zu etwas Positivem gebrauchen kann. Mhm. Aber es zeigt sich, dass es leider auch immer wieder Menschen gibt, die damit anderen Menschen schaden wollen. Ich spreche von Terrorismus. Ja, okay. Bioterrorismus. Ist das nicht so viel Schönwetterdenken, dass man zumindest mehr sagen sollte, als nur, dass man es auch für was Positives gebrauchen kann, was ja impliziert, dass man es eben auch für was Negatives gebrauchen kann? So, wir stellen das jetzt mal so in den Raum und kehren zu den Regeln zurück. Sie können jederzeit alle wieder auf diesen Punkt zurückkommen und es sind die drei Filme auf der Leinwand und gewählt ist Herr Birnbacher. Bitte schön. Ja, ich möchte auch so ein bisschen auf die Risikoproblematik eingehen, denn wir haben ja die Gentechnik-Debatte schon fast vergessen angesichts der wenigen Schäden, die durch Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen bisher vorgekommen sind. Das ist möglicherweise aber auch ein zu viel an Sicherheit, denn je grundlegender wir in den Bereich des Lebendigen eingreifen und ich sehe die synthetische Biologie auf diesem Weg, desto weniger absehbar sind ja die zweiten und dritten Schritte, die sich aus einer Freisetzung zumindest ergeben. Zum Wesen des Lebens gehört ja nicht nur der Stoffwechsel mit der Umgebung, es gehört nicht nur die Selbsterhaltung, es gehört auch die Fortpflanzung, also die Proliferation und es gehört vor allen Dingen auch die Evolutionsfähigkeit selbst. Also im Bereich des Lebens haben wir es mit einer gewissermaßen schwer zu kontrollierenden Art von Produkt zu tun, ein Produkt, das eigene Wege geht und vielfach sich in einer Eigendynamik der Kontrolle und Eingrenzung entzieht. Und ich weiß aus früheren Debatten mit Ihnen, dass Sie ja lange in Bielefeld auch eine geschlossene Versuchsanordnung hatte, wo gentechnische Züchtung im grünen Bereich, also im Nahrungsmittelproduktionsbereich, zunächst einmal unter abgeschlossenen Verhältnissen recht lange erprobt worden sind. Und ich denke, das müsste bei einer Ausweitung der gentechnischen Veränderung von Organismen natürlich ganz genauso passieren, möglichst in geschlossenen Kreisläufen. Denn die Befürchtung steht ja im Raum, dass durch eine unkontrollierte Freisetzung tatsächlich angesichts unserer, sagen wir, evolutionären Unvorbereitetheit auf neuartige Organismen eine Katastrophe drohen könnte. Ich sehe das möglicherweise ganz anders als Sie, aber ich denke, diese Urangst, dass menschlich erzeugtes Leben aus dem Ruder läuft, die hat auch einen Punkt. Die Geister, die wir riefen, vielleicht werden wir sie nicht los und wir haben ganz links auf der Leinwand die Energiepflanzen optimieren. Umfrage, kuhloses Fleisch, modische Forschung und gewähltes Herr Pühler, bitteschön. Ja, ich wollte auf diese Risikobetrachtung im Prinzip eingehen, denn die Frage ist, was macht man jetzt wirklich zum heutigen Zeitpunkt, wenn man über synthetische Biologie spricht, wie wird das hier in Deutschland wirklich gehandhabt? Und wir haben im Jahr 2009 eine Stellungnahme geschrieben von drei
von zwei Akademien und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das war die Leopoldina, Akatech und DFG, die zusammen im Prinzip dieses gesamte Feld synthetische Biologie durchleuchtet haben, im Prinzip abgebildet haben. Die Stellungnahme ist bei diesen drei Organisationen, ist die im Netz, steht die zur Verfügung. Und wir sind genau an diesem Punkt. Ja, da haben wir die größten Diskussionen gehabt, wo geht es um die Risikobewertung von synthetischen Organismen. Das war also das Problem, das wir an dieser Stelle hatten. Ich will das ganz kurz zusammenfassen, was wir in dieser Stellungnahme empfohlen haben. Ja, es geht darum, sollten wir ein Moratorium fordern, das heißt, wir unterbrechen alles, was synthetische Biologie ist. Wir schauen uns erstmal ganz genau an, diskutieren das, um dann im Prinzip Sicherheitskonzepte zu entwickeln. Oder ist ein Moratorium momentan nicht notwendig? Können wir mit dem deutschen Gentechnikgesetz all das noch abdecken, was momentan in der synthetischen Biologie durchgeführt wird? Dann muss man allerdings sagen, dann braucht man eine Beobachtungsgruppe, dann braucht man einen Monitoren, ja, wobei ganz genau angesehen werden muss, wohin entwickelt sich die synthetische Biologie? Entwickelt sich die synthetische Biologie dahin, was wir gerade gesagt haben, zum Beispiel Richtung künstliches Leben? Ja, dann haben Sie hundertprozentig recht, was Sie erläutert haben. Dann bedeutet das, dass man komplett von Grund auf neu denken muss. Denn wenn ich heutzutage synthetische Biologie mehr oder weniger mit Gentechnik gleichsetze, ja, dann weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Dann greift das Gentechnikgesetz. Das heißt im Wesentlichen, ich habe Vergleichsorganismen und ich kann einen modifizierten Organismus mit diesem existierenden Organismus vergleichen und ich weiß im Groben und Ganzen, was das im Prinzip für ein Problem ist. Wenn ich aber einen komplett neuen Organismus schaffe, wenn ich künstliches Leben schaffe, dann habe ich keinen Vergleichsorganismus. Wenn ich keinen Vergleichsorganismus habe, dann kann ich keine Technikfolgenabschätzung durchführen. Ja, und dann greift die Risikobetrachtung, dann betreibt das Vorsorgeprinzip, dann bedeutet es, ein solcher neuer Organismus, neues künstliches Leben, ja, das hat dann die höchste Gefährdungsstufe, die man sich vorstellen kann, und dann kann man nur stoppen. Ja. Wir haben der Politik empfohlen, eine solche Monitoringstelle einzurichten. Und die Politik hat sofort darauf reagiert und hat eine solche Stelle bei der Zentralen Kommission für biologische Sicherheit eingerichtet. Und diese Stelle gibt es in der Zwischenzeit seit 2 Jahren. Ja, es wird genau von dieser Stelle nachvollzogen, wo in der Welt wird synthetische Biologie durchgeführt. Lässt sich das noch mit dem, was das Gentechnikgesetz hergibt, wirklich handhaben? Wenn nicht mehr, dann wird an dieser Stelle die rote Flagge gezeigt und dann müssen wir neu anfangen. Dann gilt das Monitoring nicht mehr, dann muss man an ein Moratorium denken. Also das ist die jetzige Situation. Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Politik hier wirklich mal eine Empfehlung, die aus der Wissenschaft gekommen ist, aufgegriffen und umgesetzt hat, und zwar sehr schnell. Ja, vielen Dank, Herr Pühler. Nun zu Kurzintervention aus dem Publikum, ein kleiner Sprung. Erstens, Grüße an Frau Lembeck. Frau Lembeck, sind Sie vielleicht Lehrerin? Die Nummer kann ich Ihnen später geben, woher die Grüße kommen. Step by step, wie sehe der Vorgang aus bei Fleisch? Fleisch synthetisch zu erzeugen. Was fehlt der heutigen Forschung, um dies umzusetzen? Und wie kann gewährt werden, dass dieses dem Menschen nicht schadet? Das wäre eine Frage an Herrn Pühler. Wir haben die drei Filme auf der Leinwand. Energiepflanzen optimieren. Die Umfrage, ob wir kuhloses Fleisch essen würden, in der Mitte. Modische Forschung ganz rechts. Bitte wählen Sie. Und Herr Pühler hat sich zu Wort gemeldet und Sie wählen. Die Umfrage, bitteschön. Also ich hätte jetzt keine wirtschaftlichen, biologischen oder moralischen Bedenken, Fleisch aus dem Labor zu essen, wenn es gut schmeckt und wenn es auch wirtschaftlich ist und wenn die Ökobilanz stimmt, warum nicht? Kühe erzeugen ja zum Beispiel sehr viel Methan, das ist ein Riesenproblem weltweit, das wird von vielen Leuten gar nicht so gesehen, aber wir sind viele Menschen, wir essen sehr viel Fleisch. Als Erdbevölkerung. Und wenn man da eine bessere Art und Weise gefunden hat, das tatsächlich herzustellen, dann fände ich das klasse. Ach, wir schaffen die ganzen Kühe ab. Wie, man kann Fleisch ohne Kühe produzieren? Wie soll das denn schmecken? Das ist doch kein Fleisch mehr, das ist doch dann irgendwas anderes. Nee,
das ist doch eklig. Weißt du, dann hast du da wahrscheinlich dann wieder irgendwie so ein paar große Firmen, die irgendwie diese Produktion so in der Hand haben und ne, wo ja dann auch wieder eine Abhängigkeit irgendwie besteht. Und ich meine, warum ist das denn überhaupt notwendig? Ich meine, wir haben doch die ganzen Tiere so und ne, so, die sind doch da. Und ich glaube, man könnte einfach ein großes Problem lösen, indem man eben nicht jeden Tag Fleisch isst, sondern vielleicht nur einmal in der Woche. So, und das einfach was Besonderes ist, so wie es halt früher auch war. Und dann bräuchte man auch irgendwie nur die Hälfte von den ganzen Kühen und auch nur die Hälfte der ganzen Flächen, um da irgendwie Futter für die zu produzieren. Ne? Und dann braucht man auch nur halb so viel Regenwald abholzen und dann wäre irgendwie schon das halbe Problem gelöst, glaube ich. Ich würde es nicht essen. Ganz kurz und knapp, ich würde es nicht essen. Was passiert denn nachher mit diesen Genmanipulierten? Was passiert in den Menschen nachher drin, in 3, 4 Generationen? In 1, 2 Generationen wird vielleicht noch nichts passieren. Aber durch diese Nahrungsaufnahme, die da so manipuliert ist, wird sich sicherlich auch der Mensch dann irgendwann ändern. Wenn er nachher nur noch so eine Nahrung... Wenn wir jetzt nicht nur bei diesem Steak bleiben oder bei den Rindfleisch, dann ist ja so, dass es nie bei einer Sache bleibt. Sondern wenn man da anfängt, geht man da schrittweise immer weiter. So, und irgendwann... Haben wir Menschen, wo die Hand dann hier oben wächst, oder was? Ich würde das unterstützen und ich würde es, glaube ich, auch selber essen. Einfach nur dem Tier zuliebe, was dann nicht geschlachtet werden muss. Obwohl ich Fleischer bin. Ich habe da, also ich denke, wenn wir dadurch in der Lage sind, mehr Menschen zu ernähren, dann sollten wir diesen Weg auch gehen. Und wir haben auf der Leinwand neue Wege, ganz links in der Mitte Treibstoff für die Welt und rechts noch die modische Forschung. Und Herr Pühler hat sich zu Wort gemeldet und Herr Birnbach hat sich zu Wort gemeldet. Bitte wählen Sie jetzt. Und Sie wählen Herrn Pühler, bitteschön. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was hier im Prinzip als künstliches Fleisch bezeichnet wird. Wir kennen natürlich, es gibt Fleischersatz bei uns, Tofu, ja, also Pflanzenproteine, die so zugerichtet werden, dass sie im Prinzip als Fleischersatz verwendet werden. Oft schmecken die also wirklich sehr, sehr ansprechend. Aber ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Ich will da nur an einer Stelle Folgendes sagen, und das wäre unter Umständen dann auch eine Vision für die Zukunft. Was ist Fleisch? Das sind tierische Zellen. Das sind tierische Zellen, die wir essen. Ja, was wir heutzutage können, wir können tierische Zellen können wir in Fermenter ziehen. Die werden in der Biotechnologie genutzt. Ja, es gibt bekannte Zelllinien, die medizinisch einen unwahrscheinlich großen Erfolg haben, weil sie die ganzen Tumoragenten sind, die heutzutage eingesetzt werden, Therapeutika, weil die dadurch produziert werden. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man unter Umständen, ich weiß nicht, wie teuer das ist, heutzutage ist es teuer, tierische Zellkulturen wirklich durchzuführen, aber man könnte natürlich sagen, man zieht diese tierischen Zellen in Fermentern, ja, dann hat man die tierischen Zellen, die man jetzt im Fleisch auch hat, und dass man das zu nichts anderes benutzt als zu Nahrungszwecken. Wenn das der Hintergrund ist, dann haben wir die Kuh wirklich durch tierische Zellen ersetzt und wir haben viele Probleme von dem, die hier auch angesprochen wurden, die wir auf diese Art und Weise natürlich dann vermieden. Ja, diese Kühe werden kein, oder diese tierischen Zellkulturen werden kein Methan entwickeln. Ja, das ist der erste Punkt. Sie werden im Prinzip nicht so industriell gezogen, wie das momentan der Fall ist. Es ist natürlich immer wirklich ein Tier, das auch sehr nahe am Menschen ist. Die haben Nervensysteme und Sonstiges. Wir müssen sie wirklich umbringen. Da muss man sich den Kopf drüber zerbrechen. Wir essen momentan sowieso viel zu viel Fleisch. Das kommt in einigen dieser Clips im Prinzip auch vor. Wenn wir die Weltbevölkerung ernähren sollten wir vom Fleischkonsum weggehen und sollten uns nur mit pflanzlicher Nahrung beschäftigen. Die ganze Sache, und das kommt natürlich auch hier zum Tragen, wenn man dann das Laienpublikum fragt, ja, Nahrungsmittel ist ein sehr spezielles Feld, ja, das weit von dem entfernt ist, was uns sonst noch alles hier berührt. Und das kommt dann zur Aussage, wenn man hier modifizierte Nahrungsmittel zu uns nimmt, manipuliert, wie das natürlich oft gesagt wird. Was passiert dann mit uns? Das ist das Problem, das wir momentan haben. Ich möchte nur an die grüne Gentechnik erinnern, die niemand haben möchte. Warum? Weil das natürlich unsere Nahrungsmittel, unsere Ernährungsgewohnheiten unter Umständen stark in Betracht zieht. Ob das eine große Gefahr ist, ja oder nein, das möchte ich hier gar nicht diskutieren. Ich bin da anderer Meinung als das, was normalerweise in der Öffentlichkeit darüber gedacht wird. Also dieses kuhlose Fleisch heißt natürlich wirklich etwas, wo ich sage, es werden auch tierische Zellen eingesetzt, die sich dann nicht von den Zellen unterscheiden, die im Prinzip ein natürliches Lebewesen hat, nämlich ein solches Tier.
Und wir haben auf der Leinwand Arten wiederbeleben, George Church, das Mammut oder ähnliches. Lizenz auf Mais in der Mitte, Sonja Mohr, die Landwirtin, und ganz rechts die modische Forschung. Und gewählt ist Herr Birnbacher, bitteschön. Ja, ich wollte nochmal auf das Fleischproblem zurückkommen, denn das ist für mich ein massives ethisches Problem. Ja. Vor allen Dingen angesichts der Aussicht, dass die Weltbevölkerung auf 9 Milliarden anwachsen wird. Das ist so gut wie sicher. Und dass heute keiner weiß, wie man diese Bevölkerung ernähren soll. Unsere Ernährungsweise ist extrem verschwenderisch. Und dazu bedarf es natürlich, um Abhilfe zu schaffen, auch einer gewissen Akzeptanz von Ersatzfleisch, wenn das einmal möglich ist. Es gibt ja solche Entwicklungen. Aus den Niederlanden wird ja schon etwas angeboten, das noch relativ teuer ist und geschmacklich Fleisch schon sehr nahe kommt. Aber das Problem ist, dass, wenn Gentechnik ins Spiel kommt, diese Akzeptanz auf Null geht. Also es wäre politisch vollkommen ungeschickt, gewissermaßen über die synthetische Biologie oder die Gentechnik einen solchen Ersatz beschaffen zu wollen. Ich verspreche mir viel mehr von Methoden der Gewebezüchtung, wie sie ja zum Beispiel auch bei Organersatz in der Medizin heute großflächig erforscht wird, wo man versucht, eben aus wenigen Zellen ganze komplexe funktionierende Organe, so weit muss man ja gar nicht gehen, aber jedenfalls komplexe Gewebe zu erzeugen, die dann natürlich auch zum Konsum geeignet sind. Für mich ist das eher eine Sache der Generationswechsel. Denn in der Jugend heute finden Sie ja schon sehr viel Begeisterung für Vegetarismus, für Veganismus. Und das ist eine Chance, auch für die Industrie, denke ich, in diesen Markt einzusteigen. Denn so wie wir gegenwärtig wirtschaften, kann es sicher nicht weitergehen. In Niedersachsen war der erste Wahlkampf jetzt auch unter anderem durch die Massentierhaltung bestimmt. Und die Partei der Grünen rechnet sich jedenfalls aus, dass dieses Thema die Gemüter doch so stark erregt ist, dass sie selber relativ gut abgeschnitten hat. Also ich sehe hier Zukunft. Vielen Dank. Und wir haben eine Meldung aus dem Publikum und die drei Filme auf der Leinwand. Bitte wählen Sie jetzt. Und Sie wählen den Publikumsbeitrag. Bitte schön. Ja, ich möchte drei Begriffe kurz nochmal zusammenbringen, um die Diskussion zu erweitern. Also, was ist Fleisch und Komplexität? Weil Fleisch ist eben nicht nur die Ansammlung von Zellen. Fleisch ist eben auch Kultur. Also, die Kuh gehört ja dazu. Und wie ist das jetzt, wenn ich Fleisch esse und die Kuh weg ist? Also, wenn ich durch die Landschaft fahre und sie nicht mehr auf der Weide steht. Wie ist das, wenn mein Großonkel Kalle jetzt nicht mehr zum Melken geht, weil die Kuh weg ist? Was wird aus seinem Stall? Da ist dann vielleicht das Auto drin oder die Sauna. Also wir brauchen vielleicht jetzt, um die Komplexität auch an der Stelle, und die übertrifft um weites die Ingenieure normalerweise beherrschen, wir brauchen vielleicht jetzt einen Kulturwissenschaftler plötzlich auch noch. Und der fehlt hier natürlich. Das heißt also, ganz schnell sind wir, das merken wir in der eigenen Diskussion, weit über die normale Komplexität hinaus. Deswegen ist das sehr wichtig, das zu berücksichtigen. Und dann geht es auch in den Bereich, das ist der dritte Begriff, finde ich, eben Konsens. Wir haben bei den Vorrednern auf der Leinwand gehört, dass es um Produkte geht, um Wirtschaftlichkeit, also es geht um Produkte, und Produkte gehören jemandem. Und der macht damit ja seine Firma, seinen Kommerz, seinen Profit, aber es gehört eben einer Person, der verkauft das. Wenn es jetzt so komplex wird und uns alle betrifft, dann müssen wir überlegen, ob das vielleicht kein Produkt mehr ist, was wir erschaffen, sondern ein Werk, was allen gehört. Als Anregung. Danke. Die Idee der Allmende in der synthetischen Biologie oder des Creative Commons. Wir haben auf der Leinwand die drei Filme Arten wiederbeleben, bessere Bäume, ein Förster aus Nordrhein-Westfalen und ganz außen noch modische Forschung. Bitte wählen Sie jetzt. Und Sie wählen die Arten wiederbeleben. Bitte schön. So it is possible synthetic biology will prevent ecosystems from losing diversity. They could even bring extinct species back after they're extinct. There's various ways that you could imagine doing that. And they could even create new species that increases the diversity beyond where it ever was. So if bees, honeybees, go extinct, that would be bad, not just for the honey industry, but for many different food crops that are pollinated by bees, you probably would be better off
keeping them from going extinct than creating a new species or bringing back an old species. But yes, you could take a nearly, you know, a closely related bee and then engineer it to become more like the honeybee. You probably wouldn't do it from scratch. You'd have to take some closely related species. But that's it's a good example of something that if it went extinct, there would be a lot of motivation to bring it back. For bringing back extinct species, zoos would be a very obvious choice. They have income and mandates for species preservation. They have, you know, it's a way of educating the public about what's possible and what's important for conservation. So I would think zoos would be highly motivated to bring back certain select species and to take on the task of species reconstruction as well as species preservation, which I think is already within the zoo's mandates. Ja, vielleicht gibt es eines Tages einen Zoo der zurückgeholten Spezien. Wir haben ganz links die Meldung von Professor Pühler und dann ein Kommentar auf den eben gesehenen Clip Artendesign, ganz links bessere Bäume und ganz neu rechts der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle mit Genhorror. Bitte wählen Sie jetzt. Und Sie wählen T.C. Boyle. Bitteschön. I love what Mr. Church is saying, and I hope it's true. And yes, I'm sure we can engineer some solutions. But that gets us into another very sticky question altogether, which is bioengineering. Manipulating genetic strands, of course, we've done this, and we've cloned animals and so on and so on, and we have the science and technology to do it right now. I can foresee in the near future, genetically modified human beings. It's coming. You can bet on it. Look in our societies of what parents will do to get their children into a certain school or to the best teacher. It's just a small jump to manipulating the strands of DNA from the parents on a computer screen to match up when they mate, to have a child who's 6 feet tall or has blue eyes or who's a great tennis player or whatever the hell it is going to be, then we're not human at all anymore. There's no accident involved. You know, look at the canine species. We have created canines that go from the Chihuahua to the Great Dane, and they can mate and have viable offspring with wolves and, by the way, coyotes too. They're all one species. But look how radically different they are simply from selective breeding. You know? Now, if there were a dictator who was in power for a few generations, he or she could simply through selective breeding have made human beings who are 12 feet tall and human beings who could be dancing on the table for us the size of that thing right now, just from selective breeding. But when you start to do genetic engineering, it's opening up a kind of horror. You know, you can't foresee what the consequences will be. So, Mr. Church may be talking about bioengineering some algae that will, or bacteria like the one that eats up the oil spill. Great, hallelujah! But who knows what the consequences of that might be down the line? Profunde Bedenken. Man fragt sich auch, wie sieht die Zukunft von Doping aus bei solchen Prospekten. Und wir haben die Filme auf der Leinwand. Ganz links ist dazu gekommen Heimlabor. Eine Meldung aus dem Publikum und Professor Pühler. Bitte wählen Sie. Und Herr Pühler, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, klar, ist klar, man muss das alles diskutieren, kann das im Prinzip auch alles sich vorstellen. Nur man muss wirklich zurzeit realisieren, was ist zurzeit machbar, was ist in naher Zukunft machbar, was ist in mittleren Zeitabständen machbar und was ist momentan überhaupt nicht vorstellbar, wenn man das in irgendeiner Art und Weise als solches auch umsetzt. Und die Rekonstruktion von ausgestorbenen Tieren, das ist natürlich eine fantastische Idee. Man findet die DNA, man findet die Nukleinsäure als solche noch, man kann sie sequenzieren. Aber, und das ist jetzt der wesentliche Punkt, ja, wenn ich solche Tiere habe, muss ich mir das Genom angucken. Was wir gesehen haben, was Craig Venter geschafft hat, ja, das müssen mehr als 500.000 gemacht, er hat 1 Million Basenpaare zusammengesetzt. Ja, wenn ich ein solches Tier nehme, ja, dann hat es 1000-mal so viel DNA.
Also man müsste hier schon in unwahrscheinlich großen Mengen nach vorne gehen. Aber was noch sehr viel wichtiger ist, wir haben die Genomsequenz von einem solchen ausgestorbenen Tier haben wir nicht. Ja, da, die wirklich zu erstellen aus dem, was man findet, ja, ist enorm schwierig zurzeit. Es wird enorm schwierig sein, dann im Prinzip das wirklich zu synthetisieren. Und dann brauche ich eine Zelle, wo ich das transplantieren kann. Auf der Ebene von einer einzelnen Zelle bei einem Bakterium wurde das in einem Fall jetzt gezeigt mit einer riesigen Anstrengung. Es war nicht ein Versuch, den Greg Wender von heute auf morgen gemacht hat, sondern seine Gruppe hat 5, 6, 7 Jahre dran gearbeitet, war eine Zeit lang auch im Prinzip fast verzweifelt, weil es nicht gegangen ist. Also wir können das bei einer einzelnen Zelle, wir können das aber nicht bei mehrzelligen Organismen. Es ist natürlich klar, was man sagt, man hat schon mal geklont, also wenn ich das Genom hätte, muss ich also den Klonvorgang nachvollziehen. Ist eine fantastische Geschichte und viele Filme gehen natürlich schon in diese Richtung, wo man im Prinzip durch diese Art und Weise, auf diese Art und Weise die ausgestorbenen Arten zurückholt. Ich würde mir nur momentan sagen, wenn ich bewerten müsste, wann so etwas möglich ist, würde ich keine Zeit angeben, das ist momentan nicht möglich, das wirklich zu tun. Und darum muss man Obacht geben. Was ist momentan machbar? Das muss heftig diskutiert werden. Was ist kurzfristig oder mittelfristig wahrscheinlich zu verwirklichen? Auch damit, da sollte man sich beschäftigen. Wenn man so ganz stark in die Zukunft geht, und dann sind wir im Prinzip auch an der Stelle, wo es darum geht, den Menschen zu verändern. Ja, wir wissen, wie der Mensch im Prinzip aussieht. Man hat das Genom sequenziert. Was diese Sequenzen aber im Endeffekt bedeuten, das wissen wir nicht. Ich gehe so weit, dass ich zurzeit sage, wir wissen nicht, was es bedeutet, wenn jemand blaue Augen hat, ja, ob man das schon auf der Genomebene als solches wirklich nachvollziehen kann. Ich glaube, man kann das nicht. An einigen kleinen Stellen hat man so eine Möglichkeit und dann greift man ein, wenn es um Erkrankungen geht, Tumorerkrankungen, kennt man die eine oder die andere Mutation, die dafür verantwortlich ist, aber das ist es auch schon. Ja, gezielt ausschalten kann ich das zurzeit also auch nicht. Ich würde das in diese Rubrik reinpacken, sehr stark für die Zukunft. Und es ist also klar, dass man das dann nicht an vorderster Front nur das diskutieren sollte und das alles auf die synthetische Biologie oder auf das synthetische Leben dann wird übertragen. Sehr aufschlussreich, vielen Dank, Herr Bühler. Wir haben die Filme auf der Leinwand und zwei Wortmeldungen, Professor Birnbacher und das Publikum. Und ja, Rekonstruktion von Genomen und von... Bin ich dran? Bitte, Sie kommen gleich, bitteschön. Herr Birnbacher. Ich habe mich gerade vor einigen Wochen mit einem Münsteraner Mikrobiologen unterhalten und für den bestand tatsächlich ein tiefes ethisches Problem, das in der Öffentlichkeit auch schon diskutiert worden ist, wie weit die Rekonstruktion von Krankheitskeimen, die ja mithilfe der Systembiologie zum Teil gelungen ist. Ich habe gehört, dass der Erreger der spanischen Grippe, die in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ja eine Millionen Hekatombe verursacht hat, mehr Tote als im gesamten Ersten Weltkrieg, dass es gelungen ist, die synthetisch zu rekonstruieren, zumindest als Blueprint, also zumindest als Computerprogramm, als Entwurf. Und hier war ja eine vollkommen nachvollziehbare Diskussion eingetreten, über die Grenzen der Veröffentlichungsfreiheit, also auch die Grenzen der Wissenschaftsfreiheit. Und das ist ja eine doch relativ beunruhigende Situation, dass kein Moratorium hinsichtlich des Machens, also des Engineering, so sehr zur Debatte steht, als eine Verhinderung der Daten, der Informationen, die andere in Versuchung führen könnten, bestimmte Erreger als terroristische Waffen, nicht als B-Waffen gewissermaßen, entweder im kriegerischen oder auch im terroristischen Fall einzusetzen. Und das ist eine neue Situation, denn bisher hatten wir so brisante Fälle eines Veröffentlichungsstopps oder einer Selbstbeschränkung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, soweit ich weiß, noch nicht. Und wir haben die Filme auf der Leinwand und die Meldung aus dem Publikum. Bitte wählen Sie jetzt und Sie wählen das Publikum. Bitte schön. Ja, was ich nochmal sagen wollte, ist, es wird definitiv Probleme geben, weil gerade Firmen sehr stark daran interessiert sind, genetisch veränderte Organismen einzusetzen. Man stelle sich nur Monsanto vor, eine sehr bekannte Firma, die gerade auch in der Gentechnik ja viel involviert war. Und wenn die jetzt in
also in der Lage wären, synthetisches Leben herzustellen, dann denke ich, dann kann man sicher sein, dass da Produkte entstehen, die nicht gerade gewünscht sind und wo die Firma tatsächlich auch nur den Profit rauszieht und wo es dann nicht mehr um den Nutzen an der Gesellschaft geht, sondern wirklich nur noch um Profit. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Risiko. Gerade auch, dass da vielleicht Waffen bei entstehen, weil mit Waffen lässt sich natürlich auch Profit machen. Dankeschön. Das knüpft eigentlich an das an, was früher gesagt wurde, dass solche Entwicklungen dann vielleicht allgemein gut sein sollten. Wir haben eine weitere Meldung aus dem Publikum und die Filme auf der Leinwand. Und Professor Pühler, bitte wählen Sie. Also ich wollte im Prinzip nur auf dieses Argument eingehen, Monsanto. Ich bin komplett bei Ihnen, wenn diese ganze Technologie bei einer Firma im Prinzip konzentriert ist und diese Firma alle Möglichkeiten hat, im Prinzip hier den möglichst hohen Gewinn daraus zu ziehen. Für mich ist das aber kein Argument gegen Gentechnik, für mich ist das ein Argument, dass die Politik versagt und dass die Gesellschaft versagt. Das muss abgestellt werden, und zwar auf eine andere Art und Weise. Und wir haben die Filme auf der Leinwand und die Publikumsmeldung. Bitte wählen Sie. Artendesign, bessere Bäume, das Heimlabor und der Publikumslink ist gewählt. Bitte schön. Ja, ich habe mal eine Frage. Also ganz interessant, die ganze Geschichte. Aber unterliegen wir nicht der Evolution? Das heißt, über längere Zeit sagt die Natur, so, jetzt habt ihr genug rumgespielt. Jetzt werde ich die Sache wieder richten, das heißt, die Sache wird wieder ausgeglichen, also ausbalanciert. Kann das so sein? Die Frage ist, ob Gott an irgendeinem Punkt eingreifen wird. Gibt es eine weitere Publikumsmeldung? Und Sie wählen zwischen den drei Filmen und Professor Pühler, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, ich will an dieser Stelle sagen, synthetische Biologie ist für mich, was ich gesagt habe, eine der Ansätze, wirklich jetzt biotechnologisch hier voranzukommen. Ich denke hier im Wesentlichen, ja, an einer Nutzung von synthetischen Zellen im Labor oder im umschlossenen Gehäuse, im Fermenter. Und da kommt noch was ganz anderes dazu. In einem Fermenter lege ich fest, eine bestimmte Temperatur, einen bestimmten Druck, eine bestimmte Nahrung, die ich immer zur Verfügung stelle. Ich werde alles abschirmen, was im Prinzip einen solchen Stamm, der für mich arbeiten soll, ja in irgendeiner Art und Weise dann behindern würde, das zu tun, was er zum Beispiel tun sollte. Denken Sie, Sie dran, um was es hier zum Beispiel sein könnte. Es geht einfach um die Joghurtherstellung, was ja auch ein Bakterium macht. Das kann aber natürlich auch was anderes sein. Mit synthetischer Biologie aber die Möglichkeit, viele Sachen zu tun. Am Anfang wurden Beispiele gebracht, wie zum Beispiel Flugbenzin und Ähnliches. Wenn ich einen solchen Organismus im Labor gut handhabe, ja, wenn ich den freisetze, ja, hat er all die Eigenschaften verloren, die er braucht, um in der Umwelt bestehen zu können. Und da haben Sie hundertprozentig recht, da schlägt die Natur zu. Ein solcher Organismus kann nicht weiter bestehen. Ein Beispiel, das jeder von Ihnen sofort nachvollziehen kann, wenn ich heutzutage ein Getreidefeld habe, ja, und ich ernte das nicht ab, sondern ich warte, was im zweiten, im dritten und im vierten Jahr passiert, dann werden Sie auf diesem Getreidefeld werden Sie kein Getreide mehr finden. Die Sorten, die heutzutage angebaut werden, bewusst angebaut werden, mit Herbiziden und Sonstiges, ja, können nur unter den Bedingungen, den landwirtschaftlichen Bedingungen, wie wir sie momentan haben, bestehen. Ja, es sind keine Sorten mehr, die in irgendeiner Art und Weise kompatibel mit dem sind, was die Umwelt von solchen Gräsern und Ähnlichem wirklich fordert. Und das ist bei der synthetischen Biologie genau das Gleiche. Da werden wir wieder bei der zweiten Natur, die vielleicht geschaffen wird und die ohne uns gar nicht bestehen kann, die Sie ganz am Anfang erwähnt haben, Herr Birnbacher. Und wir haben die Filme auf der Leinwand, Artendesign, bessere Bäume und Heimlabor. Und Sie wählen die besseren Bäume, bitteschön. Da wird ja schon eine Menge experimentiert, also total künstlich mit DNA schreiben, soweit ist man noch nicht, aber man versucht ja schon Baumarten zu entwickeln, zu züchten und auch teilweise durch moderne Biotechnologie so weit zu verändern, dass sie stresstoleranter werden, was diese Faktoren angeht. Da gibt es schon Möglichkeiten, nur das sind halt Entwicklungen, die dauern lange und die bedürfen ja auch immer erstmal der Erprobungsphase und so ein Baum müsste dann erstmal 20, 30 Jahre wachsen draußen, wirklich in der Natur und nicht nur im Gewächshaus, dass man sagen kann, ja, der kann das wirklich aushalten. Und da sind die Zeiträume einfach, glaube ich, zu lang im Wald. Also da können wir auch mit dem, was uns das natürliche biologische Potenzial hergibt, denke ich, auch arbeiten, weil Baumarten, wie wir sie heute sehen, die haben ja auch eine
enorme genetische Breite. Also die Eichen sind ja nicht alle genau genetisch gleich. Da gibt es Eichen, die kommen besser mit Trockenheit klar, und es gibt Eichen, die haben da schon eher ein Problem mit. Und ich glaube, dass uns die natürliche genetische Spreitung, die da ist, da auch genug Spielraum lässt. Und wir haben noch 10 Minuten und die 3 Filme auf der Leinwand und eine Meldung von Professor Hühler auf der Leinwand. Artendesign, Lizenz auf Mais und Heimlabor, und gewählt ist Professor Hühler. Bitte schön. Ja, ich unterstreiche das natürlich. Ich meine, was wir heutzutage sehr gut können, wir können die Einzelzelle sehr gut, wir verstehen sie genetisch sehr gut, können sie genetisch verändern, und auf diese Art und Weise kommt das zustande, was synthetische Biologie ist. Ja, wenn wir jetzt im Prinzip in den Pflanzenbereich eingreifen, sind wir lange noch nicht so gut ausgestattet, hier wirklich was Vernünftiges zu tun. Der Förster sagt das sehr richtig, man hat natürlich die ganze Breite in der Ökologie und kann auswählen, was man hier haben möchte. Aber ich möchte Ihnen nur ein Beispiel für synthetische Biologie geben, was in Zukunft unter Umständen zu verwirklichen ist. Sie wissen alle, dass man Ethanol aus Pflanzen in Brasilien in großen Mengen gewinnt. Das ist also jetzt dann der Bioethanol. Wir kennen ihn hier ja auch. Der wird im Wesentlichen wird er aus Zuckerrohr gewonnen, und Zuckerrohr hat einen großen Anteil von Zucker. Der Zucker selbst wird vergoren. Es entsteht Ethanol. Das ist die erste Generation der Bioethanolgewinnung. Die zweite Generation der Bioethanolgewinnung wäre genau das, was hier gezeigt wird. Man wird nicht mehr den Zucker aus Zuckerrohr einsetzen, sondern man wird Holz einsetzen und daraus im Prinzip Bioethanol zu gewinnen. Und dann stellt sich nur heraus, dass die Bäume von Hause aus so konstruiert sind, dass das nicht so einfach geht. Die Mikroorganismen sind nicht in der Lage, im Prinzip das Material, das ihnen vorgesetzt wird, so sehr gut umzusetzen. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man trainiert die Mikroorganismen, die das tun, oder man verändert die Zusammensetzung des Holzes, sodass es leichter in Bioethanol umgewandelt werden kann. Und da habe ich fantastische Ansätze schon gesehen, wird in den USA im großen Maßstab gemacht, dass man also jetzt speziell Holz, also Bäume konstruiert, die leichter im Prinzip später zu Bioethanol umzuwandeln sind. Wenn das Erfolg haben sollte, sehe ich eigentlich nicht, warum man solche Bäume nicht anbauen kann. Was dazu kommt, die sind dann unter Umständen nicht so stark wie so eine Eiche, würden unter Umständen eher knicken, wenn es Umweltkatastrophen und Sonstiges gibt. Aber das heißt ja auch nur, dass man so etwas mal für 1, 2 oder 3 Jahre anbaut, dann aberntet und im Prinzip daraus Bioethanol macht. Also das, was hier vorgestellt wird, dass man bessere Bäume konstruiert, da wird es in Zukunft einiges geben. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass unter Umständen in Zukunft mehr Trockenheit herrscht, wird man natürlich genauso etwas hier selektionieren oder versuchen einzubauen, dass diese Bäume mit weniger Wasser auskommen. Und das ist so eine Zukunftsvision. Ich weiß auch nicht, wann es genau passiert, aber ich würde das im Prinzip so auf die mittlere Schiene einordnen. Man braucht natürlich dementsprechend lang, wenn es sich wirklich um Baumkonstruktion handelt. Sie wissen, wie lange ein pflanzliches Produkt entwickelt werden muss, bis es angebaut werden kann. Ja, vielen Dank. Per SMS erreicht uns noch eine Frage direkt an Herrn Birnbacher. Herr Birnbacher, ist die Unterscheidung natürlich künstlich bei der ethischen Bewertung der synthetischen Biologie eigentlich hilfreich? Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie erst zur Wahl stellen müssen. Die reichen wir gleich an Sie durch zu beantworten. Ja, ich meine, es handelt sich hier nur im begrenzten Sinn, das hat der Hühler ja schon klargestellt, um künstliches Leben. Es werden ja natürliche Bestandteile verwendet, es werden natürlich vorkommende, in der Evolution vorfindliche Organismen reproduziert, rekonstruiert. Sie werden möglicherweise verbessert in bestimmten Funktionen, wobei ich natürlich darauf hinweisen möchte, dass wir möglicherweise zu wenig wissen über das, was wir da ausschalten. Auch bei der DNA hat man ja lange Zeit gedacht, Junk-DNA ist einfach zu vernachlässigen. Man könnte das Ganze auch ökonomischer haben. Man könnte die Natur gewissermaßen vereinfachen und die Funktionen gezielt herstellen. Insofern ist das ein interessantes Forschungsprogramm, auch zu sehen, kann man diese Prozesse wirklich in der Weise beschleunigen. Für mich ist die Unterscheidung zwischen künstlich und natürlich insofern künstlich, als wir keine anderen als natürliche Baustoffe haben. Woher sollten wir sie nehmen? Auch das Künstlichste, sagen wir,
die Stoffe, die wir hier finden in einer hochtechnisierten Atmosphäre, sind letztlich der Natur entnommen. Sie haben nur unterschiedlich lange Umwege genommen. Sie sind durch unterschiedliche Prozesse gegangen, bis sie das geworden sind, was sie sind. Und insofern war das Beispiel Holz ja auch sehr instruktiv. Viele Bäume, die wir heute in der großstädtischen Umwelt finden, sind Züchtungen, die speziell auf die Belastungen, zum Beispiel die enorme Verkehrsbelastung, die Umweltbelastung, optimiert sind, die in der Natur, so wie wir sie draußen finden, gar nicht vorkommen, weil sie die Belastungen, denen sie hier ausgesetzt sind, gar nicht aushalten würden. Also wir müssen da auch ein bisschen so die Polarisierung in Frage stellen. Ist das Natürliche nicht, das uns umgibt, schon weitgehend verkünstlicht, das heißt durch den Menschen technisch optimiert, manipuliert, verändert, und ist das, was wir künstlich nennen, nicht letztlich doch Teil derselben Natur? Und ich wende mich so etwas gegen die Vorstellung, dass das, was natürlich als natürlich verkauft wird, bis hin zur Bio-Joghurt und zum Öko-Mais und so weiter, dass das in irgendeiner Weise funktional und für den Menschen bekömmlicher ist. Ich denke, da sind auch sehr viele Illusionen, sehr viele Mythen im Spiel, gerade bei den natürlichen Stoffen, die wir zum Beispiel als alternative Heilmittel sehr begehrt inzwischen kaufen, sind die Nebenwirkungen ja zum Teil massiv. Sie sind viel weniger durchleuchtet, viel weniger analysiert als die künstlich hergestellten Arzneimittel und andere Mittel, bei denen wir genau wissen, was sie enthalten und nicht im Dunkeln tappen. Auch sehr aufschlussreich, vielen Dank. Vielleicht ist es auch einfach die Angst vor der Geschwindigkeit der Umwälzung unserer Kultur, wie sie vorhin erwähnt worden ist, die uns ein bisschen zögern lässt. Wir haben eine Meldung von Professor Pühler, wir haben die modische Forschung, wir haben Lizenz auf Mais und das Heimlabor. Also eine Vision der synthetischen Biologie ist ja, dass wir das alle zu Hause machen werden, wie heute mit unseren Laptops E-Mails zu schreiben. Und wir haben eine Meldung aus dem Publikum und Sie wählen das Publikum, bitteschön. Ja, ein Teil meines Einwandes ist sozusagen mir jetzt schon genommen worden. Ich wollte einerseits gefragt haben, wie sinnig es ist, relativ kostbares biologisches Material in Treibstoff für Fahrzeuge umzuwandeln, wenn man nicht vielleicht besser bei den Fahrzeugen ansetzt und Fahrzeuge so konstruiert, dass sie vielleicht mit anderen Energien auch voranzutreiben sind. In einem der Beiträge von Herrn Schersch am Anfang war auch davon gesprochen worden, dass man vielleicht eine bessere Photosynthese brauche, mit der man effektiver sozusagen letztendlich Protein produzieren kann. Die ganze Diskussion ist mir so ein bisschen den Beweis schuldig geblieben, dass synthetische Prozesse momentan effizienter sein können als die natürlichen Prozesse, die dadurch abgebildet werden sollen. Und wir haben nur noch 5 Minuten, deshalb müssten wir diesen Beweis jetzt erbringen. Herr Pühler, Sie sind auch dazu gewählt. Bitte schön. Ja, ich will an der Stelle ganz deutlich sagen, wenn es um Bioenergie geht, ist es natürlich klar, dass man da Biomasse einsetzen muss. Und Biomasse muss auf dem Acker wachsen und dann hat man sofort die Konfrontation mit den Nahrungsmitteln. Um es sehr, sehr deutlich zu sagen, ich wehre mich dagegen, dass Flächen, die für Nahrungsmittel, ja, gebraucht werden, dass dort pflanzliches Material oder Biomasse konstruiert wird, das dann in Energie umgewandelt wird. Das ist also ganz eindeutig. Es gibt allerdings auch Flächen, ja, die zurzeit für Nahrungsmittelproduktion nicht genutzt werden. Das ist der eine Punkt, die kann man natürlich verwenden. Und es gibt natürlich auch Restbiomasse, ja, wo man fragen muss, ob man die nicht dazu verwenden kann, dass man dann daraus im Prinzip Bioenergie gewinnt. Und ein Punkt, der momentan wirklich sehr, sehr umfangreich analysiert wird, wo man noch nicht weiß, ob man wirklich durchkommt, ja, das ist, dass man eigentlich von der Pflanze, ja, und vom Ackerbau weggeht. Ja. Man geht zur Algenkultivierung. Und Algen kann man im Prinzip mehr kultivieren. Ja. Und was machen diese Algen? Die nehmen Sonnenlicht auf, die nehmen CO2 auf und was machen sie daraus im Wesentlichen? Sie machen daraus im Wesentlichen Öl. Und wenn Sie fragen, wo das Erdöl herkommt, das wir zurzeit aus dem Boden holen,
Ja, dann sind das die letzten 100 Millionen oder auch Milliarden von Jahren, nicht 100, aber so einige wenige, ja, wo diese Algen genau nichts anderes getan hat, wie Öl produziert, und das finden wir momentan im Untergrund. Und da wäre es natürlich sehr ideal zu sagen, ja, diesen Prozess, den versuchen wir nachzuvollziehen. Wir wollen dann unter Umständen natürlich eine Alge in Händen haben, die optimal Öl produziert. Und das könnte etwas sein, was für mich dann eine ideale Lösung wäre, um das Gebiet Treibstoff im Prinzip mit synthetischer Biologie auf dieser biologischen Grundlage mit Algen zu produzieren. Und das könnte man unter Umständen im Meer machen. Das war ein bisschen Applaus. Es hätte auch mehr sein können. Und Herr Birnbacher hat sich noch einmal zu Wort gemeldet. Ja, ich möchte noch mal gewissermaßen den Subtext in der Frage aus dem Publikum aufgreifen. Was bringt eigentlich eine Effizienzsteigerung? Ich denke, das ist zum Teil auch eine Ablenkung, nämlich von den naturzerstörerischen Verhaltensweisen, die wir uns einfach als kulturell eingefleischt zu eigen gemacht haben. Natürlich, Effizienzsteigerungen sind wünschenswert, auch mit Hilfe der synthetischen Biologie möglicherweise. Aber die Wurzel des Übels, der Nicht-Nachhaltigkeit und der groben Ungleichverteilung der Lebenschancen auf der Welt, sind ja unsere Verhaltensweisen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir noch besseren Biosprit herstellen können, dann ist es ja nicht ausgeschlossen, dass wir noch mehr Auto fahren, dass wir noch mehr Schwellenländer mit Autos ausstatten, die enorm viel Biosprit verbrauchen. Also Effizienz scheint so etwas wie ein Zauberwort zu sein, aber ich denke, das hat sich weitgehend erschöpft angesichts der Aussichtslosigkeit, durch Effizienzverbesserung eine wirklich nachhaltige Bewirtschaftung der Erde zu erreichen. Und wir haben eine allerletzte Wahlrunde. Wir haben ganz links Biotechnologie und Kunst. Da haben wir Herrn Church gefragt, ob Bioingenieure eigentlich Künstler sind, denn sie schreiben ja auch etwas. Und wir haben die modische Forschung, Joachim Rathkau, den Umwelthistoriker und das Heimlabor, also DNA zu Hause schreiben und gewählt. Und einen Beitrag aus dem Publikum. Und den nehmen wir noch, sagt Herr Brinsanik. Den nehmen wir noch und dann kommt die Biotechnologie und Kunst. Bitte schön. Ja, vielen Dank nochmal. Ich habe vorhin aus Ihren Ausführungen herausgenommen, dass so der Begriff künstlich und synthetisch und weil alles Natur ist, gibt es eigentlich nichts Künstliches. Darauf aufbauend meine Frage, und das wundert mich, dass die heute im Publikum noch nicht gestellt wurde, deshalb stelle ich sie jetzt, obwohl mir sie eigentlich ganz abgeht. Was sagt denn der liebe Gott dazu? Der liebe Gott. Sie möchten uns sagen, was der liebe Gott... Meine erste Bemerkung ist, ich weiß nicht, was der liebe Gott dazu sagt. Aber ich möchte eines klarstellen, und das war eigentlich meine Absicht hier auch, zwischen synthetischem Leben und künstlichem Leben zu unterscheiden. Und das synthetische Leben ist für mich die Konstruktion. Und das künstliche Leben ist für mich die Schöpfung und die Erzeugung. Und dagegen wehre ich mich. Das können wir zurzeit nicht. Ja, wenn auch Greg Venter in seiner Publikation, die heute schon so oft hier dargestellt wurde, in der Überschrift steht, ja, das steht nicht Construction, ja, sondern er schreibt in der Überschrift Creation. Und das stimmt nicht. Greg Venter hat mit seinem synthetischen Genom in einer Bakterienzelle nichts erzeugt und nichts geschöpft oder erschöpft. Ja, er hat nur konstruiert. Und an der Stelle würde ich sagen, ist die ganze Geschichte sehr, sehr reduziert. Hier geht es nicht darum, achter Tag der Schöpfung Gott zu spielen. Das ist nicht das, was wir zurzeit können. Um Ihnen zum Abschluss, bevor wir Ihnen noch das Heimlabor vorführen, noch mal eine kurze Idee zu geben für das, was gerade passiert in der synthetischen Biologie. Das berühmte Massachusetts Institute for Technology, MIT, lobt jedes Jahr, glaube ich, einen Preis aus. iGEM heißt das, da werden Studentenprojekte gefahren, in denen
Bakterien zum Beispiel mit neuartigen Funktionen geschrieben und dann auch sozusagen in die Welt gesetzt werden. Die kommen dann danach alle in einen großen Kühlschrank. Es sind schon tausende von solchen neuen Lebensformen, wie sie es nennen. Und am Ende wird auch vom MIT der Preis für die beste neue Lebensform verliehen. Das sind sehr junge Leute, das sind Studenten, Studentengruppen, die das machen. Ob das nun wirklich neue Lebensformen sind oder wie man genau das bezeichnen müsste, sei dahingestellt. Aber das passt ganz gut, was Herr Church jetzt zum Schluss noch erzählt, nämlich was viele synthetische Biologen sehen, ist das, was kommt, vergleichbar ist mit dem, was wir in der Informationstechnologie gesehen haben, dass das von einer breiten Masse betrieben werden könnte, und zwar zu Hause auf Laptop-großen Geräten. Darf ich einen Satz dazu sagen? Bitte schön. Der Eichen-Wettbewerb ist mir sehr bekannt, denn Studenten aus unserem Zentrum für Biotechnologie beschäftigt sind daran beteiligt seit 2010, 2011, 2012. Es wird nicht nur ein Preis ausgegeben, es werden Goldmedaillen verteilt, und die sind in allen drei Jahren mit je einer Goldmedaille zurückgekommen. Also ich könnte mit den Eichen-Wettbewerb die nächste halbe Stunde erzählen. Es ist unwahrscheinlich spannend, was die Studenten da wirklich als solches schaffen. Aber was sie tun, ist, sie konstruieren. Und sie schöpfen nicht. Gut. Bringen wir den letzten Clip? Den letzten Clip, bitteschön. I think that people will be enabled to both read and write DNA the same way they read and write to their disk drives. There was a time where people could not read and write digital information. Not so long, during our lifetimes. Now they can. And this is just another form of digital information. You know, what people will choose to print is it's not clear. You know, maybe they will print their foods or their drugs or their stem cells. I mean, it's not obvious exactly what they will want to print. We're well into an exponential engineering phase that's likely to pay off in many interesting ways. You already have some people doing rudimentary synthetic biology in their homes today. So the time frame is 0 hours, you know, from now. It just gets more and more complicated, more and more useful. In the same sense that when the first personal computers started coming out, like say the Apple computer in the 1977, you could ask, well, when is that going to be useful? You know, when are computers going to be useful to people? Well, they had already been useful for 30 years at that point, right? And it's just that nobody, that the average person wasn't using it. And the average person didn't really get interested until 1993, when the World Wide Web went from zero websites to 2 million websites in about 12 months. And the same thing will happen here, is there'll be some incredible application that makes it super easy for people to do something interesting. Wenn Sie alle Clips sehen möchten aus diesem Film, dann können Sie das tun auf der Seite www.erderetten.de. Im Juni wird es eine weitere Pointing Science Veranstaltung geben zum Thema Geoengineering. Da geht es dann also nicht in die Zelle, sondern um den ganzen Planeten und Technologie und Planet. Und ich darf mich dann ganz herzlich bedanken bei unseren beiden hervorragenden Referenten und bei Ihnen fürs Mitmachen. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank fürs Kommen. Safely, because doing nothing is very unsafe.